Bahnhof Kransaal im Erzgebirge. Wir schreiben den 20. Dezember 2022. Die Fichtelbergbahn hat nochmal einen Kohlezug bekommen auf dem Schienenwege. Und die Zuglok ist diese hier zu sehende V100, die 204-011-5 der Press. Sie wurde 1976 von LEW unter der Fabriknummer 15229 gebaut. Am 22. Juli 1976 erfolgte ihre Abnahme und am 27. Juli die Indienststellung unter der Nummer 110-844-8. Am 21. Januar 1988 erfolgte ihr Umbau, da bekam sie einen 1200 PS Dieselmotor, wurde also stärker und wurde demnach in 112-844-6 umgenummert. Nach der Wende wurde sie dann im Rahmen des vereinheitlichten Nummernschemas von Reichsbahn und Bundesbahn am 01.01.92 in 202-844-7 umgenummert. Unter dieser Nummer bespannte sie am 30. Dezember 1996 den letzten Zug zwischen Schlettau und Grottendorf, der legendären Stichstrecke, die vor allen Dingen durch den Einsatz der Baureihe 86 bis Mai 1988 weltweite Bekanntheit erlangte. Und sie bespannte eben den letzten Zug. Und damals war ich im Bahnhof Schlettau bei der Abschiedsfahrt mit dabei. Sie ging durch DB Traktion, Nahverkehr und war seit 1. Juli 1999 bei DB Regio, wo sie dann am 17. Juni 2001 Z-gestellt und am 8. August desselben Jahres ausgemustert wurde. Da wurde sie von Alstom modernisiert und ging dann am 30. September 2003 zur Press, welche ihr ihre Nummer und ihr blaues Farbkleid verpasste. Also schon eine klein wenig legendäre Lok hier im Erzgebirge, die jetzt kurz vor Weihnachten nochmal auf ihre alten Gleise zurückgekehrt ist.